Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit der Familie Claudio Lothario in Schönsichtingen. Und hier seht ihr ja den Claudio, der gerade von einem Date wieder zurückkam und mit 5 verschiedenen Sims rumschmusen. Ach ja, was du nicht alles willst. Ja, unser lieber Claudio mit seiner Frau der Britta und den 3 Kids, Leon, Luis und Nina. Ja, ihm geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Du kannst dann mal direkt auf Toilette und dann vielleicht kannst du gerade noch mal kurz telefonieren. Wir haben ja zum Beispiel die Lana kennengelernt. Wo ist sie jetzt? In der Liste. Oh, in der Liste ist sie doch ziemlich weit hinten. Doch, sehr weit hinten. Die können wir aber mal kurz noch mal anrufen. So, Britta, die ist am Lernen. Die lasse ich auch noch mal ein bisschen sitzen. Ja. Und die Jungs, was macht ihr? Salut. Unser Leon, der macht gerade noch Hausaufgaben. Der sollte danach ins Bett. Und Louis, jo, der. Du kannst mal ein bisschen plaudern mit der Johanna, die noch immer zu Besuch ist. Ach so, warte, ich muss gucken, wo ist denn die Lana jetzt an der Liste? Wo ist sie denn? Da ist sie. Lana, hübsch. Einmal plaudern. Und Louis, ich weiß gar nicht. Oh, immerhin eine 2. Ach Gott, Ophelia ist hier mit Grün. Das sind ja immer so diese Schleimer. Ja. So, dann kannst du mal ins Bad. Genau, das kannst du auch ein bisschen säubern, dann alles. Und vielleicht kannst du dann noch mal was in der Runde essen gehen. Ja, nee, komm, geh essen, nicht was trinken. Und unsere Nina ist immer noch im Bett. Ja, die ist im Bettchen. Warum habe ich ihr eigentlich eine blaue Bettwäsche gegeben damals? Ich glaube, das ändere ich mal, wenn sie aus dem Bett, aus den Federn draußen ist. So, mein lieber Claudi, was hast du denn eigentlich als, genau, Fitness? Ich wollte nämlich gerade sagen, was hast du als Hobby? Da könnten wir auch mal ein bisschen dran gehen. Wir sind ja gerade mal auf 5, haben wir. Luxus Fitness Center. Da könnten wir zwar schon theoretisch hin, aber okay. So, Leon hat sich jetzt hingelegt, super. Ja, es ist eigentlich alles in Ordnung. Da kann jemand gerade ein bisschen vorspulen eigentlich hier. Tschokka, tschokka. Wann musst du eigentlich wieder arbeiten gehen? Ach nee, sie hat. Ja, sie hat jetzt 3 Tage frei. Oh, jemini. So, dein Sauberkeitspunkt haben wir erledigt. Dann kannst du dich mal ein bisschen hier mit ihr unterhalten, plaudern, Begrüßung auf dem Brustklopfen unterhalten und nochmal ein bisschen reden, damit dein Freundeslevel hier ein bisschen erhöht wird. Wir können ja momentan keinen anrufen um die Uhrzeit. Ansonsten müsstest du auch mal ein bisschen wieder Freundschaftspflege machen. Das könntest du die nächsten Tage im Grunde machen. Das wäre nicht schlecht. So, einen Witz erzählen. Reden zu. Nee, das machen wir nicht. Zusammen tanzen vielleicht. So. Okay. Wo ist jetzt Luis? Ah, Luis hat sich noch was zu essen geholt, genau. Danach gehst du mal ins Bett. Immerhin ist morgen früh ja schon wieder Zeit. Nina, Nina, du bist jetzt endlich mal ausgeschlafen. Dann steh mal auf und jetzt mach erstmal deine Hausaufgaben. Ja, erstmal die Hausaufgaben machen, süßes. Und ich guck gerade mal hier hin und ändere mal deine Bettwäsche. Irgendwas lila müsste doch entweder das hier, das würde eigentlich am besten passen. Oder die hier. Nee, die nehmen wir. So. Sie ist ein bisschen so das lila Mädchen für mich. Ja, weil sie mal alles in lila hat. Ist auch goldig, das Zimmer, finde ich. Es ist auch eines meiner Häuser, das nur 2 Etagen hat, aber es hat auf einer Etage ja wirklich sehr viel Platz. Es sind 3 doch wirklich sehr große Schlafzimmer da. Und ich weiß zwar, dass die Jungs. Ich habe mich. Was? Ich habe mich sehr gut bei unserem Ausflug amüsiert. Ich möchte dir etwas schenken, damit du dich immer an diesen Tag erinnerst. DJ Stunt Grover 9000 von Heise Rhythmen. Okay.
Claudia verliert Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Das ist nicht so schlimm. Jetzt hat sie uns wirklich was vor die Tür gestellt. Guck mal, da ist sie noch. Wo ist denn das Grover? Ich weiß gar nicht, was das ist. Warte mal, ich guck mal. Sie ist ja eine Hexe. Oh, da hinten. Ach du Schande. Das hast du uns geschenkt. Ach du Schande. Ist ja schön, aber ich habe nicht wirklich viel Platz dafür. Wobei, vielleicht hier. Nee, nicht wirklich. Jetzt ist das Haus doch zu klein. Ich wollte es ja noch sagen. Also ich habe hier wirklich drei große und man könnte hier theoretisch natürlich noch eine Wand dazwischen machen, sodass jeder sein eigenes Zimmer hat. Aber ich fand das eigentlich immer irgendwie, naja, unnötig. Ich habe hier auch sogar noch extra Platz gelassen, dass man noch eine neue Etage reinmachen kann. Und hier unten, also zum einen, das Wohnzimmer ist doch auch wirklich sehr groß. Und auch die Küche finde ich noch sehr groß. Also Küche und hier noch ein kleines Bad da hinten. Und hier als Büro und Fitnesscenter da hinten, das ist halt so ein Zimmer. Wartet mal, dann mache ich mal kurz, dass wir das vielleicht wirklich hier reinstellen können. Oh, das wird aber ein bisschen ungemütlich in dem Zimmer, oder? Finde ich jetzt gerade so. Weiß ich nicht, ob ich da so begeistert bin. Wartet mal. Ups. Wie kann ich es denn umdrehen? So. So, dass man das so machen kann. Dann kann man noch dazwischen durch. Und hier, das würde ich dann eher so in die Ecke stellen. Gucken von der anderen Seite. Ja, es stört jetzt nicht vom Fenster her. Ja, gucken wir mal. Dann könntest du nach dem DJ mal gucken. Hey. Und dann sagt sie so, hey, wo hast denn du das her? Ich finde, es passt zwar jetzt nicht so ganz in das Zimmerchen rein, aber ich habe jetzt auch keine Lust, groß irgendwie umzubauen. Man könnte es in den Flur, würde es nicht so toll aussehen und ja, ist auch doof dann einfach. Och Gott, und was ist das? Oh, wei, wei. Claudio, guck doch mal gerade, was das hier ist. Dir geht es sowieso gerade nicht mehr ganz so gut. Ich würde sagen, du kannst dann noch duschen und dann direkt ins Bett. Und das wahrscheinlich kannst du dir einstecken. Das könnte jetzt von, ich dachte, von Olga sein. Ja, das ist, hier, so. Einmal was von Olga. Hier hat dann schon mal sowas. Ich habe es halt leider nicht immer aufgehoben. Das habe ich jetzt erst angefangen, mir so zu sagen. So, du kannst mal schnell duschen und dann im Bett in Unterwäsche kannst du ruhig. Es ist ja jetzt Ende Frühling. Hier, aber in Sims, in schönen Sichtungen, ne? So, Leon. Leon, yay, du kannst aufwachen. Ich mach mal auf, mein Junge. Dann zieh dir mal was an und dann könnten wir mal irgendwas Spaßiges. Guck mal, du könntest Schach spielen zum Beispiel. Oder, oh ja, warte mal. Du könntest hier mal in die Sterne schauen. Das ist doch auch cool. Und Britta macht den DJ. Nee. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich. Ist das Kreativität? Wahrscheinlich, oder? Ich vermute mal. Ich bin mir über nichts nicht sicher. Gucken wir mal. Aha, sie hat auf jeden Fall Spaß daran. Dann lasse ich sie mal kurz noch hier stehen. Louis, der ist noch. Und Nina? Nina ist fertig. So, Nina, komm mal hier runter. Wobei, du hättest jetzt gerade noch was anziehen können. Und dann jetzt wünschen. Mittelhausmix. So, Britta. Ich würde gerne, dass bis das hier fertig ist. Und guck mal, die tanzt auch ganz anders. Das ist nicht wirklich der Schlambader. Ja. Es ist auch irgendwie was anderes, was sie da jetzt wirklich tanzt. So, Leon, wo bist du? Ah ja, du hast, dich habe ich hier nach draußen geschickt. Auch nicht schlecht. Ist doch schön. Ja, wer wird mal dieses Haus erben? Ich weiß es noch nicht. Luis oder Leon? Und wenn ich jetzt nochmal kurz auf ihre Bekanntschaften gehe,
Leon, ich muss mal überlegen, das ist Leon, ja. Leon und Sissy. Und Sissy wird wahrscheinlich kein Haus erben. Und Louis und Beate. Und Beate hat auch kein Haus. Also theoretisch könnten beide dann hier auch drin bleiben, was aber dann auch wirklich doof wäre. Das wird für mich noch etwas schwierig werden, ob ich dann doch noch neue Häuser baue. Also momentan habe ich 29 Häuser und komme natürlich damit sehr, ja, nicht so direkt um die Runden. So, Nina hat jetzt Hunger. Dann nimm dir mal was aus dem Kühlschrank. Ja, also wenn ich von jedem zwei Parts mache, wer ist das? Stacy. Dann brauche ich für 29, brauche ich schon 2 Monate. Also dann habt ihr alle 2 Monate neue Parts von den Familien. Das ist, denke ich, schon gerade schon an der Grenze für euch. Kreativitätspunkt. Yay. Okay, gut, Britta, dann ist okay. Dann geh mal hier hoch. Ups. Hör mal auf. Benutzen und dann kannst du noch mal baden. Und dann gehst du noch mal runter und kochst vielleicht mal was. Das muss ja nicht mehr der Papa machen. Frühstück servieren. Omelettes. Omelette. Genau. Was? Donut? Ist Donut? So, Luis, bist du wach? Ja. Also, was heißt wach? Er ist ausgeschlafen. Hausaufgaben sind alle gemacht. Cool. Uff, dada. Ein bisschen Spaß bräuchtest du. Und ich würde dich da jetzt gerade mal ganz kurz ins zum Schwimmen schicken. Ich weiß gar nicht, ob dieser Parcours, ob der Spaß macht. Ach, apropos. Wir haben doch gerade... Gab es da mal was irgendwie? Oder haben wir das schon? Sie ist ja Unterseewasser-Dingsbums. Warte mal, wo haben wir denn das da? Das wäre hier der Koi-Karpfen-Bereich. Ach gut, kann. Genau, haben wir ja schon. So. So, und ja, okay, du kannst jetzt mal kurz auf die Toilette hier reingehen und säubern. Und ich weiß nicht, wie schnell die Mama ist mit dem Kochen. Nina ist schon fertig. Super. Nina, was hast du? Du hast auch Fitness. Aber du hast noch irgendwas zu lernen. Kochen und Sauberkeit. So, das könntest du eigentlich hier kochen. Ui! Ja, hier draußen, der Busch brennt. Hilfe. So. Louis, ist in Ordnung. Alles gut. Noch mal einer. Das löschen die leider nicht. Das habe ich aber auch erst sehr viel später rausgefunden. Deswegen... Ja, also wenn ich daran denke, bin ich gerade immer wieder dabei, die Dinger hier draußen wieder zu verkaufen. Das hier und auch das. Weil die löschen das ja nicht. Das finde ich schon doof. Weil theoretisch könnte ja trotzdem mal ein Sim zu nah am brennenden Busch oder so sein, oder? Also, ist mir noch nicht passiert, zwar. Marken knurren, oh. Okay, dann Britta, dann brauchen wir mal, bestell mal Lieferant. Luis, so, du nimmst auch nochmal Reste und Lebensmittel. Nina lernt ja unheimlich schnell. Oh ja, das war wirklich leer. Und du kannst nochmal eine Runde duschen gehen und die Dusche säubern und so. Dann warten wir noch gerade. Guck mal, du kannst einen Drink nehmen vielleicht. Was willst du denn immer zu deinem Mann? Was macht er eigentlich? Ah, er ist auch hier oben. Hätte auch Hunger. Ja. Das Lieferant müsste ja gleich kommen. Meine Güte, die lernt ja echt unheimlich schnell. Das ist ja Wahnsinn, wieder mal. Hier, schon fast wieder voll. Krass. Das finde ich natürlich ganz gut, also. So, in einer Stunde kommt der Schulbus und holt unsere 3 Lieben ab. Das heißt, dass wir nochmal ganz fix die Sachen machen sollten. Marlene Jungs.
Lieferung annehmen. Die kenne ich. Also den Namen sagt mir irgendwie was. So, leg mal das hin. Und Dirk Blümel bringt uns die Zeitung. Die Zeitung, die hole ich uns gerade mal rein. Keine Ahnung, wohin. Ach Gott, ich habe im Wohnzimmer noch nicht mal irgendwie so ein Tischchen stehen. Ne? Britta, nimm doch mal bitte die Dings an, dann kannst du was kochen gehen. So, du könntest nämlich auch nochmal duschen und er könnte nochmal irgendwas Spaßiges. Du könntest nochmal ein bisschen tanzen. So, Mahlzeit. Und Nina, ja, eigentlich ein bisschen nach Harndrangmäßig wäre noch was. So, hast du es jetzt angenommen? Ach, nicht recht. Nein. Sorry, nicht Reste nehmen. Frühstück. Wir wollten Omelettes machen. Wer ist das, Ben? So. Okay. Naja, er tanzt jetzt. Jetzt hätte er doch mal handrangmäßig was vor, aber egal. So, du gehst auch. Du hast super gelernt, hast nur noch einen Punkt, bis du es voll hast beim Kochen. Was gleiche dann irgendwann noch am Wochenende mit Sauberkeit. Das wäre ja ganz cool. Gut. So, die Jungs gehen. Claudio, der ist noch hier oben. Was ist das eigentlich? Das ist Körperpunkt, ne? Du gehst nochmal auf Toilette. Da hat er jetzt natürlich auch voll. Also du gehst nochmal auf Toilette, dann rufst du nochmal direkt die Lana vielleicht nochmal an. Damit wir uns mit ihr mal ein bisschen besser noch befreunden können. Ja, 26,3. Okay, und Britta. Nina, was ist los? Okay. Britta, einmal essen und dann kannst du Reste weglegen und das hier aufräumen und... Moment. So, wo ist sie? Da ist sie. Einmal plaudern. Und dann kannst du essen gehen. Der Hund jault da draußen. Ich will dich nicht reinhaben. Nein. Ich mag dich nicht. So, und ja, du hast das eine hast du dann weggeräumt und wir brauchen noch Körper- und Mechanikpunkt. Dann würde ich sagen, lerne erstmal Mechanik. Da machen wir bald mit dir weiter. Und Claudio, der, jo, der telefoniert gerade noch. Von daher denke ich jetzt, dass wir dann jetzt gleich noch schon beenden können. Wir gehen nochmal kurz mit Britta mit. Ja, Britta, du räumst das noch auf. Ist ja wieder mal zwischen 9 und 10 und da beende ich dann. Und dann geht es dann wieder mit der nächsten Familie weiter. Und dann zwar mit der Familie Janusz und Tina Wandervogel, die ja beide schon bereits Senioren sind. Und dort ist ja der Felix eingezogen mit seiner zukünftigen Frau, der Britta. Die, ja, weiß ich noch nicht, ob wir da schon heiraten können dann an dem Tag. Schauen wir mal. So, ich sag jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in einer nächsten Runde. Und lass es dir gut gehen. Lass gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.